Hallo, ich bin hier in der Kommentatorenkabine und unserer geheimen Kommentatorenkabine mit dem Jens von Pokerstars. Und zwar haben wir was ganz Schlimmes vor. Also schlimm ist es eher wirklich gewagt. Wir werden nämlich in der Proberunde, haben wir uns was Kleines ausgedacht. Willst du mal erzählen, Jens? Du bist ja hier der Profi. Ja, Kelly, wir werden was richtig Lustiges machen. Du wirst einen Knopf im Ohr haben und wir werden die anderen hier mal richtig auf die Schippe nehmen. Wenn so Situationen entstehen, dass du mal die Karten weißt von dem einen oder anderen oder dass er dich versucht zu blöffen und du kassierst richtig ab. Also es wird richtig geil und richtig spannend und ich hoffe, wir kriegen das Ding durch und die werden es nicht gleich rausfinden. Ja, eben. Wir verleihen denen erstmal den Eindruck, dass ich kräftig geübt habe, weil ich ja die letzten Runden immer nicht so stark war und die werden auf jeden Fall Augen machen, denkst du auch? Heute wirst du alles wissen und alles können. Da fucke ich aus. Und sie werden schockiert sein und wir freuen uns drauf. Also, hallo Kelly, mein Schatz, nicht erschrecken. Sie etwas mehr zu setzen. Ne? An deinem Lächeln habe ich erkannt, du kannst mich hören. Also ungefähr Hälfte des Das ist schon mal gut, wir legen gleich richtig los. Ich darf dir aber nicht sagen, wie viel. Genieß noch mal ein bisschen die Atmosphäre. Jeder halt. Und jetzt siehst du ja von dem Spiel noch nicht so viel, aber gleich weißt du alles. Sitzt du nachher da so? Wenn sie alle bezahlt haben, würde ich ruhig auf 500, 600 erhöhen. Wenn du jemanden rauskriegen willst, ich weiß nicht, was du hast. Nee, ist okay. Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen, aber wir machen das nicht so, wie das hier vorgeschlagen wird. Das ist natürlich Gift jetzt, dass die Coaches da solche Tipps geben. Wenn die agieren ja gegen mich und gegen uns. Kelly, lass dir das nicht geben. Mach das, was ich dir sage, dann bist du immer gut beraten. Hoffe ich, auf jeden Fall. Race of 1000 von Joyce. Okay, okay, das ist okay. Denn auch Joyce hält ein Ass. Dass du das gleich weißt. Was? Allerdings im Falle der Fälle, wenn das jetzt so ausgehen würde, die Hand, würdet ihr den Pott teilen. Jetzt warten wir mal ab. Was macht? Du bist dran. Jetzt pass auf. Weiß er nicht, was machst du nur einen Call? Machst du nur einen Call? Ja, passt schon. Du versuchst mich wieder zu beeinflussen. Ja, ne? Ich möchte, komm, Kelly, komm, mach doch. Das funktioniert. Kelly ist die Erste. Check ich jetzt oder setze ich? Nee, du setzt jetzt ein bisschen was. Aber richtig, setz ein bisschen mehr. Setz ein bisschen mehr in der Hoffnung, dass wir Joyce. Nein, ich nehme mir diesmal die Zeit, auch wirklich zu überlegen, weil ich lasse mich diesmal nämlich nicht von euch beeinflussen. Kelly, du musst ein bisschen wegen deinem Ohr aufpassen. Sehr gut. Sorry, ich bin gerade voll gestresst, ich weiß gar nicht. Hast ja eh die Dame. Ja. Komm, das war ja offensichtlich. Irgendjemand hat doch eh die Dame jetzt. Fabian. Kannst du ruhig sagen. Fabian. Ja. Hast du eh die Dame. Der gesetzt hat halt, ne? Der erhöht hat halt, ne? Genau. Dame. Wir wissen es alle. Genau. Der Fabian. Der hat die Dame. Kannst checken, die nee, ohne Scheiß, ich glaube echt. Nee, ich check nicht. 1000 war's. Ja. Aber einen König haben sie nicht. Kelly, du kannst da ruhig jetzt mal laut und deutlich sagen, Dame 9. Das sieht doch ein Blinder. Dame 9, Fabian, komm, mit mir nicht. Also, ist doch offensichtlich. Hardy. Ich wette ja. Wartet, ja. Dame 9, ne? Oder so ein Spaß. Du wirst weg. Du wirst nie erfahren. Ja, scheiße, komm, ne? Ja, jetzt macht der Aber das war Dame 9 bestimmt oder so ein Scheiß. Ja, was war's? Sehr gut. Sehr gut. Das heißt schon ein bisschen eine Dame und eine 9 oder so. Mensch, die Kelly. Die hat er trainiert. Okay. Hardy, sag ruhig mal, der Hardy, der hat doch jetzt hohe Karten. Ne? Der Hardy, Hardy, komm, du hast doch jetzt hier was. Du hast doch was. Wenn du schon überlegst, dann hast du was, dann setz es auf. Ganz genau, du musst hier dabei sein, du hast eine Hand. Du hast hier was Spielbares. Wenn man was Gutes hat, dann zwei Bilder, halt zwei Bilder hast du hier. Gib's doch zu. Ja, das muss ich mir einfach merken jetzt. Sag mal ruhig, zwei Bilder hast du. Aber ich könnte jetzt gib's doch noch zu. Nein, okay. Der hat doch eben schon 1000 reingelegt. Das ist deine Aktion nicht so fair. Okay. Ja, sag ruhig. Ja, zwei Bilder. Hast du auch 300? Ja, die zwei Bilder. Ja, versteht ihr, was ich sage? Ja, zwei Bilder. Ich verstehe nicht, aber ja. Ja, genau, du hast. Pass auf, Joyce also hat alle eine hohe Karte und nur eine 5. Ja, du spielst alle. Haben die alle gecheckt? Ja. Also, ihr habt alle gecheckt jetzt. Dann haben die alle nichts. Dann habt ihr alle keinen Treffer. Also, wenn ihr alle checkt, dann habt ihr ja alle nichts. Dann muss ich ja fast nochmal erhöhen, eigentlich. Ne? Und das machst du jetzt auch, meine Liebe. Deswegen. Du spielst jetzt mal schön halben Pott. Tausender. Achso,
dann reden, legen die Reihe um okay. Und dann guckst du, okay, und dann legst du vielleicht am Schluss noch. Und jetzt sagst du zu Hardy, jetzt sind deine zwei Bilder aber nicht gekommen. Kein Treffer da? Hardy, schmeiß weg. Musst du wegschmeißen. Eigentlich hättest du nicht erhöht. Ich hätte jetzt so was Kleines gesetzt. Pass auf. Jetzt beide. Ihr habt beide gecheckt. Ja, genau, pass auf, jetzt fängst du an, ein bisschen Hardy zu dissen. Jetzt lass dir mal ein bisschen Zeit, jetzt spielst mal ein bisschen mit ihm. Sagst, Hardy, du mit deinem King Queen, du musst jetzt eh hier wegschmeißen, okay, also den Mist. Irgendjemand, diss den also da kann man ja nicht viel haben. Wenn man jetzt König und Dame hat, dann hat man ja... Nichts. Dann hat man gar nichts. Da hat man gezeigt, dass man nichts kann. Naja, aber mit König Dame denkt man ja eigentlich, weil du jetzt quasi... Wenn jetzt, oh ja, kommt ja noch ein König, kommt ja immer noch, oder eine Dame. Und das ist eigentlich. Und das ist ja genau. Der Fehler, den man eigentlich jetzt begehen könnte. Das heißt... Dass du mit deinem hohen Pärchen hier besonders gut bist. Mach die. Ja, besonders gut. Mit deinem hohen Pärchen, ja. Sag das mit mal. Mit einem hohen Pärchen. Ganz genau. Und jetzt spielen wir... Ich bin raus. Also, was okay. Spielen wir mal 2.500. Okay. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch Rahmschnitzel vertreiben, denn Rahmschnitzel hat die 2 getroffen. Kelly. Geht nicht. Die 2000 doch. Kann ich akzeptieren. Du hast das nicht in einer Bewegung. Ja, Mensch, Kelly. Ach, weil ich... Okay, dann eben nur die 2000. Aber ihr wusstet alle, dass ich mehr setzen wollte. Mensch, Kelly. Jetzt auch solche Dinger hier. Die Psychologie wirkt. Macht nichts. Hardy Colt? Immer noch da. Das ist natürlich jetzt Gift. Das war jetzt aber ein bisschen... Heute gewinnt Kelly. Also... Ja. Kelly, pass auf. Rahmschnitzel hat hier die 2 getroffen. Oh. Mach jetzt, ach, oh Gott. Das ist natürlich... Hardy, check oder bett? Check. Check. Ja, jetzt kannst du... Und jetzt hau mal raus. Du pass hast auf. König, also, ich weiß nämlich Chance jetzt schon, dass du gar nichts hast. Sag das also ruhig. Du hast mit gucken. König Dame keine Chance. Sag die König Karten Dame an. Ist halt... Gar nichts. Und Rahmschnitzel mit der 2 kann auch nach Hause. Rahmschnitzel mit der 2 war halt auch bescheuert. Genau. Kannst auch nach Hause fahren. Der kann halt auch nach Hause fahren. Achso, ja, jetzt ist es eh schon wieder zu spät. Der dürfte ja klar sein, dass ich da jetzt natürlich nicht mitgehen werde. Tut mir leid. Haben Sie alle gefunden? Das macht man ja nicht. Du mit deiner König-Dame. Das macht man ja nicht. Du mit König-Dame. Was wolltest du denn? Meinst du, da kommt, was glaubst du denn? Da kommt am Ende noch irgendwas tatsächlich? Raus? Tatsächlich. Ah, siehst du. Vielleicht habe ich ja noch mal was gelernt. Ich habe tatsächlich darauf gewartet, dass vielleicht noch einer kommt, aber das war jetzt der Fehler. Ja. Wieder was dazugelernt. Kelly, pass auf, jetzt von sagst du zu ihm. Vor allem so. Jetzt sagst du zu ihm, aber du, dich kann ich lesen wie ein Buch. Dich kann ich lesen wie ein Buch, sagst du jetzt. Aber dich kann man auch manchmal lesen wie ein Buch. Ja, ein du wirst ein bisschen nervös. Deswegen, ja. Sehr gut, Hardy. Sehr gut, Hardy. Aber mach ruhig weiter so, dann sind die Chips alle bald bei mir. Okay, pass auf, jetzt haust du raus und sagst immer, du hast doch die Straße noch gar nicht fertig. Aber was spielst du denn an? Ja, wenn er was hat, dann will er eine Straße haben, aber die ist ja nicht fertig, die kommt ja nicht. Die kommt ja nicht an und jetzt raisen wir auf 2500. Kein Problem, jetzt gucken wir mal, ob die Straße ankommt. Er braucht entweder den Buben. Nice. Ja, weiter. Check. Und wieder. Deine Straße, wo baust denn du Straßen also da auf dem Board? Straße kommt nicht mehr für dich. Doch, Band höchstens nach Hause. Also, höchstens die Straße, die dich heute wieder nach Hause führt. Das vielleicht kannst du mal sagen. Pass auf, du kannst jetzt mal ganz klar eine Ansage machen. Ihr beiden, ihr habt noch absolut gar nichts. Also, ich habe jetzt... Die haben nichts. Die beiden, die noch drin sind, die haben nichts. Ja, die haben gecheckt, die haben nichts. Der eine sucht einen Flasch, der andere sucht eine Straße. Der eine hofft auf einen Flasch. Genau. Der andere will eine Straße. Aber ich schicke euch beide aber jetzt nach Hause. Ich glaube, ich kann da... Na? Nicht denken, nicht denken. Okay, ja. Ich muss ja laut denken. Ich muss ja 5000. Prahlen mit meinem Wissen, das ich neu erlangt habe. Wir spielen jetzt hoch. Und jetzt kannst du sagen, was willst du hier haben, Junge? Da ist doch nichts. Was willst du hier haben? Dein Flasch, was der ist noch nicht rausgekommen. Durchs Hintertür. Nein, aber jemand hat auf einen Flasch gehofft. Richtig. Jemand. Hat er hier auf das Pik gewartet? Hat hier jemand auf das Pik gewartet? Hat man auf den Pik gewartet. Ganz genau. Und jetzt was will man denn haben? Wie man einfach alles haben hallo, das ist schon hoffentlich. Ja, aber ich sag nur, ich muss überlegen. Ich muss laut nachdenken, Leute. Oh, Kelly, da ist wirklich alles möglich. Also, Potti, wenn du einmal in Pension gehst, was mache ich jetzt? Du kannst nicht, was du hast. Du hast reingeballert. Geil, was mache ich jetzt nur? Ja. Du kannst doch einfach checken und dann reißt es aus. Pass auf, du sagst jetzt ganz cool, pass auf, der Pott ist eh meiner. Ass-Bube ist nichts wert, check. Da sagst du jetzt. Okay, also
Das heißt, entweder verbrennst Assbube, du noch mehr Geld oder du Assbube, weißt du, zahlst mir eh nichts mehr. Hä? Du gehst eh raus, wenn ich jetzt noch was setze. Und mach auf. Und mach auf und er soll auch aufmachen. Ja, er muss auch aufmachen. Du bist auf der Kurs, er ist da. Das sind zwei Partien wie Dach. Oh. Hey! Wir gewinnen einmal. Upsi. Sag jetzt, hier ist was faul. Hier ist was faul. Das Ass, Fabian, tu doch nicht so. Hä? Einer hat das Ass. Fabian, hör auf, tu doch nicht so. Aber irgendwie. Da ist doch was faul. Ja, Ass haben. Ja, sicher, Fabian. Das ist doch voll wahrscheinlich. Sag zum Beispiel mal Fabian. Der Fabian. Fabian, ich riech das doch bei dir, Fabian. Fängst der jetzt Fabian an zu schwitzen. Ich hab so ein offenes Büchle auch heute, ey. Ja, ich hab ja, ich sehe nämlich richtig alles schlecht irgendwie. So. Ich hab ein Ass. Genau. Oh oh. Aber das war jetzt echt offen. Fabian hat das Ass getroffen, ich bin mir sicher. Hau das ja, jetzt raus. Ist auch es eh offensichtlich jetzt hast du das Ass getroffen. Jetzt, ja, jetzt habe ich das Ass. Ja, weil du erhöht jetzt, hast. Jetzt erst. Guck mal, der Fabian, der ist fix und fertig. Hey. Der ist fix und fertig. Warum guckst du so, ey? Ja, erst mich mit meinem Gesangsvideo aufziehen. Ich habe mich überhaupt nicht aus. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich ein schönes Video. Aber, ja, aber immer jedem erzählen und so. Ich habe mit gezahlt. So. Hast du ein Ass? 1000 vielleicht? Hast ein Ass? Ass 8? Ass 8 vielleicht? Hast du eine 8 auch? Gib's mir. Oh! Ich hab doch gesagt, ich hab ein bisschen was gemacht. Und wenn man erst mal anfängt, ein bisschen was zu machen, dann ist vielleicht. Na, Schatzi. Ja, aber was hast du gemacht? Also sag mal ruhig, also, weißt du, Hardy, wenn du jetzt hier, wenn du dem jetzt hier noch was bezahlst, also offensichtlich Ass 8, offensichtlich. Ja, ja, aber das ist ja ganz offensichtlich. Hier kommt normalerweise 5 drauf. Der hat ja Ass 8. Ja, schau, aber was... Das ist offensichtlich, das steht doch in jedem Buch. Gehst du mit oder was? Gehst du mit? Das hätte meine Mutter lesen können. Ja, ja. Das hätte Mama, meine Mama hat mit mir übrigens auch gespielt, die hätte das auch rausgefunden, dass er Ass 8 hat. Ganz genau. Ach, du bist so eine Hure. Oh. Wie bitte? Wie würde jetzt, wenn wir schon beleidigen hier den also das muss man Profis gegenüber, was ist da los? Um Himmels Willen. Auf einmal sind voll die Spanien ja, am Tisch. Ja nicht schlecht gewesen. Da was du durchaus hier? Da ist der Flasch angekommen. Sag's, da ist der Flasch angekommen. Trashbag. Und wie willst du jetzt die Kohle reinbringen? Das einfach in den Flasch. Sag, ja, kannst du, du kannst ihm schon mal gratulieren. Sag ihm doch schon mal herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst das. Glückwunsch, ja, beste Hand. Glückwunsch. Und dann hast du einen gefunden, der das bezahlt. Ich applaudiere schon mal, Trashbag. Zwei Paare. Und Flash. Oh, da ist es. Da ist der Flash, hab ich doch gesagt. Ja, das hat aber Glück gehabt, Phil. Das war offensichtlich. Das ja, das war, das war natürlich. Als wäre offensichtlich, dass ihr das nicht seht. Ja, dass ihr das alle nicht gesehen habt, das wundert mich eher. Ja, genau, dass ihr das nicht seht. Hier was ist mit euch los? Nee. Du musst ja. Ja, sieht man doch. Das sieht doch ein Blinder. Irgendwie sieht man das schon. Das sieht doch ein Blinder, wie der sich verhält. Und ihr müsst mal ein bisschen besser aufpassen, Joyce. Genau. Jetzt. Ich will meine Vermutung gerne äußern. Hast du heute nicht 100% alles richtig, was du gesagt hast? Die labern uns tot heute Abend und dann gewinnt die. Kannst du mal deine Haare hinter deine Ohren... Wie bitte? Ja, stimmt. Hä, willst du mich jetzt entblößen oder was? Klar. Hardy, hast du wieder König Dame? Ja, nehmen wir mal 10. Ja, sehr gerne. Hast du wieder König Dame? Das ist also der Hardy hat wieder König Dame, ne? Ja, also ich weiß auch nicht, was seht ihr das alle nicht oder was? Also ja, aber man sieht hier, das ja. Sag mal die Annahme, woher? Ja, Allen. Ja, man was, sieht ich könnte das doch auch, ich könnte doch auch 7 und 10 nein, haben. Nein, aber wie warum? Du schon so ja, Allen für mich. Das war auch vorhin schon so. Okay. Und dann weiß man auch gleich so, ja, okay, König Dame könnte sein. Ja. Man kann das auch. Alter, ohne Spaß, die Frau, die geht gar nicht. Das ist der Hammer. Die macht mich völlig fertig hier. Alles was sie gesagt hat, war die macht mich völlig fertig. Boah, geil. Ja, das ist ja. Er hat König Dame, Wettma? Ja. Auf was, Wettma? Die hat einen Knopf im Ohr. Ich würde mir, diesmal vielleicht nicht so sicher sein. Komm. Habe ich nicht gesagt. Ich muss gleich, glaube ich, bei der Aufnahme gleich die ganze Zeit in die Richtung gucken, damit die mich nicht lesen kann. Das geht ja sonst gar nicht. Entspann dich, entspann dich. Ralf Gold. Muss ich noch mitspielen? Noch 100 Höhe, ne? Ich will nicht mehr spielen. Checken oder setzen oder raisen. Kelly, du gehst jetzt mal aufs Klo. Du tust jetzt so, du musst jetzt mal richtig dringend. Du musst, gehst mal kurz aufs Klo. Gehst jetzt mal kurz aufs Klo. Nach Hause. Sag, du musst groß. Könnt weil ein bisschen ihr alle gehen. Scheiße sagt, deswegen. Oh.
Nein, du gehst aufs Klo. Sag denen, du gehst nur kurz aufs Klo. Wenn ich deine Hoffnung jetzt zerstört, aber ich hatte echt einen Knopf. Ja! Ich würde das nie machen. Ohne Scheiß, es tut mir so leid. Ohne Scheiß, ich habe vorhin so eine Art Stimmen aus dem Lautsprecher aus der Richtung. Ich habe so nach rechts geguckt, ich dachte, so hat hier unten wenn ihr drin, aber ich habe nicht geglaubt, dass du jetzt hast. Alter, habt ihr mich an der Nase rumgeführt, ey. Oh, der lacht sich den Arsch weg. Weißt du, du machst mich hier völlig fertig und ich denke, ich fliege gleich wieder als erstes hier raus. Weißt du, ich bin da am Schwitzen am Tisch. Oh, das kann nicht sein. Okay, ohne Witz, jetzt hast du mir aber echt wieder Hoffnung gemacht. Alter, leck mich am Arsch. Wenn du vorher echt noch zu mir kommst, sag, jetzt ohne Scheiß. Ich hab da teilweise gesessen, hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Woher weiß sie das? Ich dachte, die liest es mir im Gesicht an, ja. Nee, okay, dann habe ich jetzt wieder ein bisschen Hoffnung. Aber nicht schlecht. Dankeschön, ja. So kann das gehen hier. Ja, trotzdem geht's mit rechten Dingen zu hier. Ja. Hoffe ich jetzt einfach vielleicht mal das Beste. Eventuell.